Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Witcher 3, wo wir in der letzten Folge unter anderem Radovid erzählt haben, was wir über Philippa gelernt haben, zumindest zum Teil, und vor allem wo wir mit Roaches Hilfe ein paar Nilfgaarder zerlegt haben. Und ich hatte ja gesagt, das wäre der Anfang einer längeren Questreihe, aber das ist nicht so ganz korrekt. Das hatte ich ein bisschen falsch in Erinnerung. Wir müssen noch ein paar Hauptquests weiter treiben, ehe wir dann diese Questreihe, die da entsteht, annehmen können. Aber das mussten wir auf jeden Fall vorher machen. Na, du stehst zumindest nicht mehr im Bodentriss, dann helfe ich dir doch gerne. Yes, Geralt? Du wolltest was. What did you want to talk about? I got a strange message. I don't quite know what to think. Who was it from? Ingrid Vagelbutt's servant. Apparently, Lady Vagelbutt's prepared to donate a tidy sum. She wants to help mages escape from Novigrad. Guessing this wouldn't be a selfless act of charity. You guess right. And that's my problem. Vagelbutt needs a favor from me. No details in a letter, unfortunately. I'm supposed to meet the servant at the fish market. Says he needs to explain everything face to face, but these days I can't be sure meeting him's a good idea. Ich glaube, die Frage ist ein bisschen Schwachsinn, wenn man bedenkt, dass sämtliche Magier in dieser Stadt verfolgt werden. Don't like this at all, but you seem determined. Not about to let you deal with it alone. Thank you. The servant. How are you supposed to contact him? Said I'd recognize him. He'll be in a blue tunic, have a load of keys strapped to his belt. I'm supposed to ask him about the price for his trout. Whose idea you think this was? The servants or Vagelbutt's? My bet's on Ingrid. Highborn damsels have a lot more time than their servants to read adventure novels. Think it'll be better if I talk to the mystery man in the blue tunic. He's expecting to meet me. You just wait nearby. I'll make sure that note didn't come from the witch hunters. Then you come in. Mhm. Fine. Let's meet there. Ja. Und noch müssen wir ja keine Entscheidung treffen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich hier Entscheidungen treffe, die ich eigentlich nicht für den späteren Spielverlauf, sondern einfach nur für eine Sequenz treffen werde. Ich werde jedes Mal sagen, welche das ist. Keine Sorge, und ich werde auch vorher noch speichern, damit ich ein bisschen weniger nachzuspielen habe. So, wir laufen jetzt also zum Fischmarkt und gucken mal, ob wir den Diener der Vagelbutt's denn treffen. Eine blaue Tunika und viele Schlüssel soll er tragen. Na, dann gucken wir doch einfach mal. Das Problem ist, hier laufen ein paar mehr Leute mit blauen Tuniken rum. Der Städter da zum Beispiel, der Typ. Ich weiß aber, dass die es nicht sind, sondern er hier, denn er hat ein paar Schlüssel. Yeah? Know where I can get the best price on trout? Perhaps. But it wasn't you I was to meet, sir. Wanna talk to the letter's recipient, I gotta be present. Caution would advise... Caution's advising you not to argue right now. Trust me. Seems I've got no choice. Come with me. This way. It's not far. Na dann, laufen wir ihm mal hinterher. I'll get you a copper. Got to be elegant like me. Looking to make some presents. Help me! Hey, Banditen. Moment, da ist noch einer. Na komm. Auf wieder, tschüss. Thank you. Let's go. Ich will die noch ausnehmen, Moment. Ach, Mann, oh. What did they want from you? I've no clue. First time I've laid eyes on them. Maybe. Well, recently someone's been trying to question our messengers about the young count. Hold on. Where's Miss Marigold? You were to come alone, miss.
If not for him, that trio would have dragged you in for questioning. The tall one was Valdo Morris. Works for the Witch Hunters. Aye, you're surely right, miss. It just weren't what I expected, since Lady Bagelbud. Now that we're past the initial courtesies, maybe you can tell us who you are. Lady Bagelbud's valet. I meant you no offense, sir. Why wouldn't Lady Bagelbud meet with me personally? She was afraid they'd follow her. Been a nervous wreck of late. So what's this about? Be straight. Lady Vagelbud's son, he's the problem. Master Albert's taken an interest in alchemy. Temple Guard's gotten wind. Wouldn't worry about the guard, but since the Mage Hunters tried to grab you, I'd say Albert's in serious trouble. Aye. Lady Vagelbud bought off the guardsmen, but since the hunters pay for every mage revealed to them... Guardsmen took a bribe from the frightened family, then whispered a word to the hunters anyway. How'd Ingrid Vagelbud know to contact Triss, that Triss was the right person? We learned Miss Merigold had helped Myra Base disappear once the witch hunters were onto her. Myra provided Lady Ingrid with magical assistance on a few occasions with Milady's, afflictions. Makes sense. Myra mentioned treating a highborn lady to me once. Not done. Seems Albert needs to disappear soon as possible. I can arrange that. Think young Vagelbud can slip out of the house unnoticed? Tain't that simple, sadly. Master Albert's in hiding at the Vagelbud's country estate. Lady Ingrid's got the notion she can get him out quietly. Wants to throw a lavish masquerade ball. Am I supposed to attend? Help him escape? Aye. We'll not manage without you, miss. Lady Vagelbud fears the Alps being watched. An sich gar nicht so eine doofe Idee. It's a good idea. A boisterous bash that'll distract the hunters. Especially if even half of what I've heard about the Vagelbud's balls is true. Word is, at the last one they served 100 different desserts, and the fireworks boomed from dusk till dawn. What with the war and all, Milady's ordained but 85 desserts this time. Won't be no candied petals of blue roses from Nazaire. The roses have become dreadfully hard to come by. Oh, I'd love to see it all. Expect any trouble during the ball? Hardest part will be to keep Master Albert's departure a secret from his grandmother. Is that necessary? Lady Patricia's a fervent believer of the Eternal Fire, knows naught about Albert's interests in alchemy. Luckily, the elder Lady Vagelbud's a rare visitor to the country residence. Truly an atypical family. I'm not one to judge, sir. Hope we won't have to stay till the end. You're coming with me? Of course I am. Not about to send you into what could prove to be the lion's den by yourself. Think about it. 85 desserts, while you're still trying to keep your waist at 22 inches. Geralt, please. How do we get to the residence? Your invitation. Take it. Guard at the gate will have instructions for you. You're to wear a fox mask, all right? Good luck to you. Think we can head there now? You're kidding, right? We have to prepare. Change clothes, most importantly, buy our masks. I bet you can get everything we need for the ball at Eliel's shop. You know it? Been there before. Eliel's a friend of Dandelion's. Just masks, right? Probably don't need to wear a doublet, do I? A doublet, Geralt. And it's not up for discussion. Take care of that, then come and see me. Geralts Begeisterung steht wahrlich ins Gesicht geschrieben. Hi there, handsome. So, Moment. Ich will erstmal die beiden Typen plündern, weil die haben mich überfallen. Das sollen ihre Leichen füßen. So, wir müssen zu Elihal. Elihal wohnt da. Vorher können wir dann noch eben beim Lager vorbeigucken, denn da haben wir ja noch die Klamotten. Wir für den König anziehen mussten. Da ist ja durchaus auch ein Wams bei. Ne. So. Die beiden packe ich da rein.
Was das? Konnte man nicht irgendwie... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es das war oder das. Das werden wir gleich sehen. Die Stiefel, also die sind alle gleich, genauso wie die Hosen. Geralt, du sollst nicht auf die Truhe steigen, aber gut. Ist das oder was? Können wir Geralt mal ein bisschen drehen? Irgendwie nicht. Quatsch. Das ist ja persönlich ein bisschen angenehmer. Quatsch, falsche Schuhe. Hose und natürlich müssen wir auch die Handschuhe ausziehen. Weil das nicht so cool sonst. So, wir brauchen eine Fuchsmaske für Triss. Wir brauchen natürlich auch eine Maske für uns. Die haben wir aber, glaube ich, schon gekauft bei Ellie Hall. Wenn ich mich richtig erinnere. Moment. Ja. Sexy Wolfsmaske. So, holen wir uns noch die Fuchsmaske für Triss. Und dann gehen wir wieder zu ihr, denn sie wird sich in der Zwischenzeit ja auch umgezogen haben. Ich bin mal gespannt, ob sie da auch ein alternatives Aussehen für haben, was ich fast nicht glaube. Aber wir werden sehen. So, einmal hier runter. Einmal zu Ellie Hall. Ach, da sitzt du. Ups. Greetings. Come to look over my spring collection, perhaps? So ungefähr. Glad to take a glance at what you got. Of course, please do. If anything chafes or pinches, I can alter it on the spot at no charge. Once I'm done, it'll feel like you're wearing nothing at all. Ja, so ungefähr. So, wir brauchen, ja, die Fuchsmaske für Triss. Und wir können dir auch noch ein bisschen was verkaufen. Was wir uns aber auch mal holen sollten, ist das elegante Hemd von Skellige, die Pantoffeln und... nehmen wir die Hose. Denn wir werden auch auf Skellige ein, zwei Festivitäten teilnehmen müssen. Und ja. So, die Stiefel. Die Stiefel waren auch nicht gut. Und er gibt zwar nicht so viel Geld davor, wobei 500 für das Schwert. Machen wir Ellie Hall mal ein bisschen ärmer. Und uns vor allem ein bisschen leichter. Die Armbrust war schlechter. So. Dankeschön. Halt, Moment. Handschuhe darfst du auch noch haben. So. Dankeschön. So long. Wir gehen mal wieder zu Triss zurück. Wenn das nicht immer so ein weiter Weg wäre. Komm her, Plötze. Der Vorteil ist, wir müssen unsere Waffen so gesehen nicht ablegen, weil... Ja. Die werden uns so oder so abgenommen. Das heißt, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Die werden... Ich meine, die legen wir später auch automatisch dann wieder an. Ist halt ein bisschen weniger Nerven kostet. So, einmal hier hoch. Und hier haben wir das schiefe Haus. Ich frag mich echt, wer so einen Scheiß gebaut hat, ey. Typen könnten uns tierisch wehtun, wenn sie uns treffen. Aber gut. Tun sie nicht. Weil wir haben momentan so gut wie keine Rüstung an. Das ist nicht so cool. Made yourself at home. Track mud in all over the floors. Maybe she'll finally move in with him. High time. So.
Da steht sie. Okay, nee, sie hat das gleiche Kleid an wie sonst auch. Oh my. Certainly took my request to heart. Mean you weren't being serious? Still got time to change. Don't you dare. You look great. You get everything? Ja, ich hab die Masken. Learn anything else about Albert? Well, almost none of the mages have heard of him. An amateur, I guess. So why the interest? Temple guards first, then hunters? He's easy prey, and that's exactly why we should help him. Not done. Everything's ready. We can go. A shame events like this are so rare. Without them, I'd never get to see you dressed up. Damn, doublet's chafing my armpits, and it feels like they sewed wires into this. I'll be sure to admire your valiant suffering the whole time. Well then, shall we go? Ja, bitte. Spart uns nämlich einiges an Weg. Ich meine, zum Wegelbad-Anwesen hätten wir auch schnell reisen können, aber es ist trotzdem angenehmer mit einem einfachen Nachtskünder zu sein. We're Lady Ingrid Vegelbud's guests. Your invitation, please. All's in order. You'll find Lady Vegelbud in the estate's yard. Look for the parrot mask. One more thing. Leave your swords here, please. Fine. A pleasant evening to you both. Dankeschön. It's beautiful here. I haven't been outside the city in ages. How could he? With that scrawny harlot. Come now, don't cry. After all, he's not the only man in the world. But he's a baronet. Where will I find another baronet? Läuft bei euch. Kann ich mit euch reden? Don't do that again. I'm in no mood. Schade. Ein paar Diener. Hello, Vivian. No use pretending you don't know me. Is that any way to treat an old mate? Refuse to acknowledge him? There's been a mistake. I don't know you, sir. Don't be foolish, Vivian. I'd recognize that mane anywhere. You might play the great dame now. But before that Baron Edward something pulled you from the gutter, you were a common. Enough. The lady said she doesn't know you. Who's this? The new one? Older than the last, it seems. A decrepit, moss-covered prick. So, the less they can, the more they pay. Is that it? Let's go, Triss. Wouldn't want to make a scene. Vivian! Hey! Oh, I liked you much better when you worked the carriages outside the passive flora. Triss Marigold mit einer Prostituierten zu verwechseln ist schon hart. Aber gut, er hat wahrscheinlich auch einfach nur ein bisschen zu viel getrunken. I'm a Kraken! Mark my words, I'll kick him out. Yet another night for that whore. Der hat wohl scheinbar zu viel getrunken. Moritz, what are you doing here? Little Miss Miracle. Well, well. And I was led to believe this would be an elegant affair. Yes, I missed you too. But can we put that aside for now? Do you have a way out of Novigrad? You can join us if you want. Der hat meinen Wams geklaut. Join you? And just who would I join? Your friends, among others. Once we've all gathered, I'll lead you. You will lead. Forgive me, Marigold, but that is like allowing myself to be led by a lame duck. Farewell. Freundlicher Typ. Didn't like that guy. Why do you insist on talking to him? He's an old friend. His name's Moritz Dieffenthal. Tell you the story later. My, is he ever sotted? Yeah. Let's look around. Ja, wir sollen da hinten hin. Schicke Wolfs, schicke Maske. Aber zuallererst habe ich hier was zu tun. Ah, another challenger. Please join us.
Sir Devenant just vacated his place at the table. It's rather unlikely he'll be back. What happened to him? Some good men took him aside to prevent him from hurting himself. So, shall we play? First, you shall face Margrave Vladimir de Kray. The man can afford to lose, so he's likely to be reckless. Na dann. Let's do it. Denn hier haben wir ein kleines, aber feines Gwent-Turnier. Und da wir momentan keine sinnvollen Karten haben, ich könnte noch einen Horn des Kommandanten vielleicht mal mit reinnehmen, aber ich muss ja sagen, es ist immer ganz angenehm, wenn man möglichst wenig Karten im Deck hat. Weil dann zieht man immer die Karten, die man braucht. Oder die Wahrscheinlichkeit sie zu ziehen ist höher. Das ist so aus. Dead Mode kann da raus. Eine Finte ist nicht verkehrt, zumal wir gegen Nilfgaard spielen. Dann haben wir zwei, das ist schön. Und wir hätten ihn hier mit 4 Stärke, beziehungsweise wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn wir das Horn des Kommandanten oder so nutzen. Ich würde aber sagen, auch die Blue Stripes behalten wir. Weil, ja, man kann da immer noch ein paar von ziehen und die sind gut. Die sind sehr gut. So, natürlich pumpen wir den Gegner erstmal mit Punkten voll, weil wir brauchen Karten. Schade, kein Spion. Schade, schade. Der passt aber schnell. Das macht mir ein bisschen Sorgen, aber gut. So. Die Runde haben wir schnell gewonnen, das ist ganz angenehm. Und wir ziehen ein gutes Wetter. Das kann von Vorteil sein, muss es aber nicht. Die Frage ist, wollen wir versuchen, diese Runde zu gewinnen oder nicht? Ich würde ja fast schon sagen, ja. Der hat sogar ein Lethal im Deck. Ich glaube, den haben wir auch, aber es ist halt leider eine Nilfgaard-Karte, also. So, ich überlege gerade, selbst wenn er Verbrennen hat, dürfte er eigentlich keine Chance haben. Außer er hat 2 Verbrennen, dann haben wir ein Problem. Okay. Ah, jetzt kommt Bewegung ins Spiel. Kommandanten. Okay, wir schenken ihm 10 Punkte, aber das ist trotzdem noch drin. Vor allem mit der Balliste noch. Gut, dass der die Imperiumsbrigade eben nicht schon wiederbelebt hat. Ich hoffe nur, dass er das jetzt auch nicht kann. Oha. Aua, aua. 10 Punkte. Wir beschützen unsere Karten erstmal ein bisschen vom Verbrennen. Okay, der Gegner passt. Dann können wir das jetzt abwenden. Sehr schön. So, one more round. When the cards come your way, you must spring on the opportunity. Your next opponent, Count Gomu Seely. In his day, his father lost the family estate in the Nimnar Valley. Seems Gomo has followed in his footsteps. Yet, do not underestimate him. Desperate men can be dangerous. Das ist durchaus korrekt, aber, Freunde, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder, wenn wir dieses Gewinnturnier hoffentlich gewinnen. Ne? Bis dahin, ciao.